Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um Anti-Aging. Und wie ihr wisst, ich bin recht faul, wenn es um solche Sachen geht. Ich möchte also gerne gute Resultate, ohne einen riesen Aufwand betreiben zu müssen. Ich möchte also nicht abends oder morgens für Stunden im Bad verschwinden müssen, nur um eventuell ein paar Pigmentflecke oder kleine Fältchen loszuwerden. Und deswegen geht es heute bei mir nur um drei Sachen, die ich regelmäßig mache, die wirklich helfen und die wahrscheinlich auch euch sehr gut helfen werden. Das erste ist eine Säure fürs Gesicht. Das mache ich immer abends. Das heißt, entweder ich nehme Glykolsäure. Das mache ich momentan, das finde ich super. Das sind zum Beispiel Pads, die ich nehme von L'Oreal. Ich zeige sie euch mal. Also einfache glykolgetränkte Pads. Die nehme ich, als wäre es eine Gesichtslotion. Übers Gesicht nach der Reinigung lasse das auch drauf, das muss nicht abgewaschen werden. Und danach nehme ich meine ganz normale Nachtpflege. Das ist also überhaupt kein Aufwand für mich. Und ich finde, ganz ehrlich, das hilft mir sehr gut. Ich habe so ein paar Pigmentfleckchen und natürlich die ersten Zeichen der Hautalterung. Damit wird die Haut sehr schön fein, feinporiger, sie wird etwas ebener und ich meine auch, dass meine Pigmentflecke etwas besser werden. Also das finde ich ist eine super Sache. Was anderes, was man auch machen kann, ist Milchsäure. Lactat-Acid. Da sollte man mindestens 5% nehmen. Das gibt es in Serien zu kaufen. Ich habe eine von The Ordinary. Die finde ich auch ganz gut, aber bitte nicht alles zusammen machen. Also entweder das eine oder das andere, das ist ganz wichtig, sonst irritiert ihr die Haut einfach zu sehr und das bringt auch gar nichts. Bei der Milchsäure, bei dem Serum, das nehme ich nicht jeden Abend. Also wenn man sich entscheidet, ich möchte eben nicht Glykolsäure, sondern ich möchte lieber Milchsäure nehmen, das Serum, dann nehmt das bitte erstmal vielleicht jeden zweiten Tag abends. Guckt mal, wie ihr damit klarkommt. Das kann man dann natürlich steigern, dass man irgendwann wirklich das jeden Abend benutzt. Das ist im Grunde genommen vom Effekt her sehr ähnlich. Macht auch die Haut geschmeidiger. Kleine Fältchen werden, das ist ja wie ein Peeling, werden also auch etwas weggepeelt. Und die Haut wird einfach komplett ebenmäßiger. Das ist auch schön. Natürlich gibt es als drittes immer noch das allseits bekannte Retinol. Auch da muss man natürlich vorsichtig sein, sowas kann man nicht jeden Abend nehmen. Da fängt man dann auch mit 0,5% Maximum an und steigert das dann auf 1%. Es gibt manche Leute, die machen sogar 3-4%, das finde ich aber extrem hoch. Also auch da erstmal ganz vorsichtig anfangen mit einer ganz kleinen Dosierung von Retinol und das auch nicht jeden Abend. Aber wie gesagt, um Gottes Willen, jetzt nicht alles zusammen, weil ihr einen schnellen Effekt haben wollt, sondern ihr müsst euch einfach für eins entscheiden. Also entweder eine Glykolsäure, eine Milchsäure oder eben Vitamin A, das ist also Retinol. Als zweites, und das mache ich immer morgens, nehme ich Vitamin C. Das ist auch super, ist auch wieder ausgleichend für die Gesichtshaut und bekämpft zusätzlich freie Radikale. Das heißt also, wir beugen der Hautalterung auch schon mal vor und das ist natürlich auch ganz wichtig. Da gibt es auch verschiedene Präparate. Gerade sind echt ganz viele auf den Markt gekommen, weil das gerade so ein In-Ding ist. Jeder meint, er müsste Vitamin C nehmen, was auch wirklich super und richtig ist. Da guckt aber bitte darauf, es sollten schon mindestens 15% Vitamin C sein. Also irgendwas, wo drauf steht, Vitamin C ist drin enthalten, heißt noch lange nicht, dass es wirklich wirksam ist, weil ab 15% Vitamin C wird es eigentlich erst spannend. Das heißt also da bitte darauf achten. Wie gesagt, da gibt es ganz viele verschiedene Firmen, die das machen. Manche haben eben auch 20%. Das ist natürlich noch besser, ist aber natürlich für empfindliche Haut dann auch nicht mehr so gut geeignet. Also das müsst ihr im Grunde genommen auch ein bisschen ausprobieren, was euch da gut tut. Wenn ihr Hautirritationen bekommt, dann ist es hundertprozentig nicht das Richtige und wahrscheinlich auch zu stark für euch. Deswegen da möchte ich auch gar keine genaue Empfehlung geben, sondern probiert da einfach wirklich was aus. Fangt auf jeden Fall erstmal mit Maximum 15% an, damit die Haut sich daran gewöhnen kann und dann könnt ihr das immer noch steigern auf 20%. Und da müsst ihr eben auch gucken, nehmt ihr das jeden Tag, das mache ich jeden Morgen, aber gerade am Anfang auch da so ein bisschen gucken, wenn die Haut überfordert ist, bringt das ja überhaupt nichts.
Und dann, und das ist eben ganz wichtig, weil ich nehme ja abends eine Säure oder Retinol und ich nehme tagsüber ja auch wieder eine Säure, nämlich Vitamin C. Deshalb, die Haut wird zwar sehr schön, sie wird glatter, sie wird ebenmäßiger, das ist alles super, aber sie wird lichtempfindlicher. Und das ist eben das Dritte, was ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Ihr braucht einen guten Lichtschutzfaktor. Unbedingt. Das heißt also, wer diese Säuren nimmt, braucht mindestens Lichtschutzfaktor 30, besser Lichtschutzfaktor 50. Ich gebe es zu, ich bin natürlich wieder ziemlich faul. Ich habe mir eine Tagespflege gekauft, die einen Lichtschutzfaktor 50 schon beinhaltet. Das heißt also, ich habe nicht den Schritt erst Feuchtigkeitscreme, dann noch obendrauf Sonnenschutz, sondern das ist einfach integriert mit Lichtschutzfaktor 50. Das finde ich super. Mein Produkt ist von Nivea. Das kann ich euch unten mal verlinken in die Infobox, damit ihr wisst, wovon ich rede. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas nicht möchtet, sondern ihr möchtet wirklich einen separaten Sonnenschutz haben, dann kauft euch einfach eine gute Sonnencreme fürs Gesicht. Am besten natürlich was, was nicht zu sehr fettet, weil ihr wollt ja darüber wahrscheinlich noch ein bisschen Make-up machen. Und das muss man natürlich auch so ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, mein Produkt verlinke ich euch mal nach unten in die Infobox. Aber da kann man im Grunde genommen alles nehmen, was eben einen guten Lichtschutzfaktor von mindestens 30, besser 50 hat. Und damit seid ihr absolut gut bedient. Okay, das war's für heute von mir. Ich fände es super, wenn ihr mir auch in die Kommentarbox was schreiben würdet, nämlich wie euch die Sachen gefallen, ob ihr damit klarkommt. Und vor allen Dingen würde mich natürlich auch super interessieren, ob ihr irgendwelche Tipps habt, was ihr macht für Anti-Aging. Das ist ja hier im Grunde genommen eine Community, die sich gegenseitig helfen soll. Also tut mir den Gefallen und schreibt mir einfach mal da unten rein in die Kommentarbox, was ihr sonst so an Anti-Aging-Produkten benutzt. Mich würde es wirklich interessieren. Okay, bis dann. Tschüss.